Schichtdienst auf der Onkologie. Lisa Marie Werner und Jasmin Michalak sind im dritten Ausbildungsjahr und können schon sehr selbstständig arbeiten. Sie versorgen die Patienten gewissenhaft und sie sprechen ihnen Mut zu. Oft sind es harte Schicksale, mit denen die angehenden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen umgehen müssen. Dennoch, die beiden brennen für ihren Beruf und haben sich ganz bewusst für eine Karriere im Gesundheitswesen entschieden. Mir macht der Umgang mit den Menschen recht viel Spaß. Ich finde es auch immer sehr gut zu sehen, dass es auch noch dankbare Menschen gibt. Und ja, es ist einfach das Wichtigste auch in diesem Beruf, dass man im Team zusammenarbeitet und für die Patienten immer zugunsten. Man muss dafür geboren sein, man muss den Umgang mit den Menschen mögen, beziehungsweise gerade auch speziell in der Kinderpflege. Man muss sowohl mit den Kindern gutes Einfühlungsvermögen haben und auch mit den Eltern immer einen guten Rat haben. Das Asklepios-Klinikum unterstützt die Bestrebungen der ehrgeizigen Schülerinnen. Der Konzern reagiert zudem auf die demografische Entwicklung und hat eine Ausbildungsoffensive im Pflegebereich gestartet. Das Azubi-Kontingent wurde in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. In diesem Jahr beispielsweise haben wir sehr, sehr viel mehr Bewerber als Plätze, die wir haben. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir um die 25 Bewerber eingestellt haben, in diesem Jahr bereits 32 Bewerber. Und das ist natürlich dann auch eine Grenze der Kapazität erreicht, wo wir dann schauen müssen, ob auch unsere Mitarbeiter das kompensieren können, neben der täglichen Arbeit. Denn sicherlich sind die Ausbildenden eine Unterstützung in der täglichen Arbeit, aber natürlich auch zum Stückteil eine Belastung, weil sie natürlich angelernt werden müssen. Eine Praxisanleiterin steht den Azubis jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Die duale Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger dauert 3 Jahre. In der Praxis durchlaufen die Azubis die Stationen des Krankenhauses. Die Theorie wird in Prenzlau vermittelt. Zudem bietet der Asklepios-Konzern den Schülern eine Übernahmegarantie schon nach dem ersten Ausbildungsjahr. So wird zum Beispiel Lisa Marie nach den Prüfungen die ITS verstärken, während Jasmin sich ganz und gar der Kinderkrankenpflege verpflichtet fühlt. Spannendsten finde ich vor allem die Neugeborenen bzw. auch die Frühgeborenen, weil man sieht, wie viel möglich ist und wie viel man auch gerade bei so kleinen und auch kranken Kindern machen kann und dass man auch da die Chance hat, dass das Kind auch wieder gesund werden kann und wie viel man mit der Pflege schaffen kann. Die Schülerinnen haben sich ganz bewusst für die Arbeit im Schweter Krankenhaus entschieden. Unentschlossenen Bewerbern empfehlen sie ein Praktikum. Man muss schon gewisse Erfahrungen, denke ich, für meinen Teil auch Praktikas gesammelt haben, weil einfach so reingeschmissen werden und los geht's, dafür ist nicht jeder gemacht. Da, denke ich, brechen auch viele ab und man muss einfach auch irgendwo mal das Gefühl dafür bekommen. Das kann nicht jeder. Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit sowie physische und psychische Belastbarkeit müssen die Bewerber mitbringen. Unsere ehemalige Schulleiterin hat mal gesagt, denkt immer daran, der Patient ist unsere Arbeit und er macht uns keine Arbeit. Das ist im Grunde eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, um letzten Endes auch in der Krankenpflege bestehen zu können. Neben den sehr positiven Erfahrungen, die man macht, hat man natürlich auch schwierige Situationen zu erleben, denn nicht immer kann natürlich auch Heilung im Krankenhaus versprochen werden. Soll ich dir irgendwas helfen? Ja, du könntest sie vielleicht. Nach der Arbeit geht es weiter. Die Schülerinnen sind im Prüfungsstress und müssen büffeln. In wenigen Tagen kommt es drauf an. In den schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen müssen sie zeigen, was sie in den vergangenen 3 Jahren gelernt haben. Ja.